Okay, Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1086 sind endlich raus und Eiichiro Oda ist in absoluter Enthüllungslaune. Wir bekommen alle Namen der Gorosei, wir bekommen Infos über Imu und spezielle Details über die Figaland Family, sprich Shanks Familie. Auch gibt es eine relativ traurige Nachricht. Diese Woche wird allerdings maximal verrückt, denn die Reise in die One Piece Lore, die geht definitiv weiter. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Daumen nach oben wäre ebenfalls korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit den Spoilern. Los geht's. Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1086, die haben es absolut in sich. Aber vorweg eine etwas größere, auch traurige Nachricht, Leute. Nächste Woche ist nicht nur Pause. Wir gehen nämlich in eine einmonatige Pause. Der wahre Grund diesbezüglich, der ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt gewesen. Wir hoffen natürlich nichts Gesundheitliches. Aktuelle Theorien und Möglichkeiten gehen jedoch in die Richtung, dass sich Eiichiro Oda ein bisschen auf die Netflix-Vermarktung konzentriert, beziehungsweise eventuell sogar reist und dass dies mit dieser Netflix-Produktion des One Piece Mangas einhergeht, kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Ich hoffe allerdings, dass Eiichiro Oda bester Gesundheit ist und dass wir hinsichtlich dessen auf jeden Fall bald eine Aufklärung bekommen. Ein Monat kann lang sein, geht aber genauso schnell rum. Wir haben schon mal einen Monat Pause rumbekommen und ich denke, wir werden das genauso handeln. Gehen wir nun in die Spoiler rein und diese haben es absolut in sich. Wir bekommen nämlich die Namen der restlichen 5 Weisen. Und wir bekommen ebenso die Info, dass jeder von den 5 Weisen einen Titel eines Gotteskriegers innehat. Wir haben Jagasia Saturn ja schon vorgestellt bekommen und Saturn ist der Gotteskrieger der wissenschaftlichen Verteidigung, also Scientific Defense, und deswegen macht es auch Sinn, dass Saturn hier auf dem Weg nach Egghead Island ist. Es fällt nämlich in seinen Aufgabenbereich, sich um die wissenschaftlichen Dinge in der One Piece Welt zu kümmern, und es hat so eine Art Ministerrolle. Ich denke, wir können damit so Vergleiche ziehen, dass Saturn zum Beispiel der Wissenschaftsminister in der One Piece Welt sein könnte, beziehungsweise ist. Und das unterstreicht dementsprechend natürlich nochmal mehr, wenn wir hier vom Scientific Defense God Warrior sprechen, dass der auch dementsprechend kämpferisch was drauf haben wird. Kommen wir dann zu dem blonden großen Gorosei, der relativ jung noch ausschaut. Das ist nämlich Warrior God of Agriculture, sprich der Landwirtschaft, Scientific Shepherd Jupiter, also Jupiter. Wir wissen ja, die Namen der Gorosei sind an Planeten dementsprechend angebunden und dieser blonde Gorosei ist für die Landwirtschaft verantwortlich, vermutlich auch für Supply Chains und so weiter, dass er und generell die Weltregierung dafür sorgen, dass Futter auf den Tisch kommt, dass Sachen geerntet werden und so weiter. Der ist dafür verantwortlich. Dann haben wir den Warrior God of Finance, also der Finanzen, Saint Ethan Baron V. Nasjuro, sehr komplizierter Name, Leute, da muss man sich natürlich noch dran gewöhnen. Das ist der Typ mit einer Glatze und der Brille und dem Schwert, den wir alle natürlich in Zukunft irgendwann gegen Zorro sehen. Der kümmert sich um die Finanzen der Weltregierung oder generell der ganzen Organisation. Das ist vermutlich derjenige, der das Finanzamt widerspiegelt. Ich glaube, vom grimmigen Ausblick kann man das, denke ich mal, ganz gut durchgehen lassen. Gehen wir zum nächsten Warrior God of Legal Affairs. Das ist derjenige, der über Gesetze vermutlich bestimmt. Topman Valkyrie, das ist derjenige mit dem riesen Schnauzbart und der entscheidet vermutlich, was Gesetz ist, was kein Gesetz ist, was bestraft wird, was nicht bestraft wird. Und zu guter Letzt haben wir dann natürlich noch den letzten der Gorosei, Warrior God of Environment, also des Umfeldes, der Umwelt, Umgebung etc., Saint Marcus Mars. Und hier haben wir dann dementsprechend den letzten Gorosei, der auch nach einem Planeten benannt ist. Hier ist natürlich ganz wichtig, doch nicht alle Gorosei sind hier nach Planeten benannt, so wie man sich das vermutlich gedacht oder vorgestellt hatte. Denn zum Beispiel unser Finanzamt Gorosei, der ist kein Planet, beziehungsweise heißt nicht so wie ein Planet. Dasselbe kann man dem Warrior God, beziehungsweise dem Gorosei des Gesetzes ebenso nachsagen. Und was super interessant ist, die Gorosei werden Gotteskrieger genannt. Sprich, da formt sich langsam so eine gewisse Hierarchie. Wir haben zum Beispiel Imo vermutlich als der absolute Gott, der ganz oben steht. Dann haben wir die Gorosei als Warrior Gott, dann Dad
darunter haben wir die Holy Knights, also die Heiligen Ritter, und darunter vermutlich alle anderen Tenryubito als Götter. Und somit formt sich die Weltregierung immer mehr und die Spitze wird immer weiter deutlich. Wir kriegen in diesem Kapitel ebenfalls noch Infos über Imu, denn es war vermutlich so, dass einer der 20 Gründerväter Saint Imu hieß. Und das war ja schon seit dem letzten Kapitel so einer der Theorien bzw. einer der Möglichkeiten, die hier definitiv greifen könnten. Und ich persönlich finde es mittlerweile gar nicht mal mehr so unwahrscheinlich, dass Imu seit über 800 Jahren lebt, dass er mit einer der 20 Gründerväter gewesen ist und dass er sich undercover damals bei den 20 Gründervätern durchgesetzt hatte, um sich in der Tat auf diesen leeren Thron zu setzen. Auch bekommen wir in diesem Kapitel eine sehr, sehr interessante Info, die fast schon die Theorie, dass Imu Uranus besitzt, komplett zerlegt. Denn Lulushia Kingdom wurde nicht von Uranus fertig gemacht, sondern das Ganze ist eine Waffe, die Vegapunk erschaffen hat. Und holy shit, was ist das bitte für eine Waffe, wenn selbst diese Waffe aussieht wie einer der antiken Waffen. Das ist schon eine unfassbare Leistung und natürlich eine Sache, die vermutlich Vegapunk sehr, sehr ärgern dürfte, dass er so eine Waffe für die Weltregierung gebaut hat. Nichtsdestotrotz dürfte Vegapunk als einziger vielleicht sogar wissen, wie man diese Waffe dann erledigt. Das ist schon unglaublich, dass es eine Waffe, eine wissenschaftliche Waffe gibt, die so eine komplette Insel einfach wegnukt. Und generell muss man sich immer wieder jetzt in One Piece in Gedanken rufen, dass diese Technologie, die existiert aus dieser fernen Vergangenheit, dass die far ahead ist. Und das hat Vegapunk selber gesagt. Deswegen sollten wir uns in Zukunft dementsprechend auch mehr darauf gefasst machen, immer weitere zukunftsorientierte Technologien zu sehen hier in diesem Manga. Darüber hinaus erfahren wir hier mehr über die Figaland Family, denn wir kriegen einer der Holy Knights, der auch als Anführer der Holy Knights der Figaland Family zugehörig ist. Und wir wissen, die Brücke der Figaland Family, die schließt oder schlägt zu Shanks. Und somit drückt die Theorie in die Bestätigung immer weiter. Ich würde es jetzt noch nicht zu 100% unterschreiben, aber wir können sehr stark davon ausgehen, dass Shanks Familie, Shanks, der aus der Figaland Family stammt, dass diese Familie die Holy Knights dementsprechend anführen und dass vielleicht der Vater von Shanks oder Großvater von Shanks der Leader der Holy Knights sein dürfte. Und den sehen wir in diesem Kapitel, denn der geht hin und möchte St. Mosgard, also derjenige, der der gute Tenryubito mittlerweile geworden ist, Don Quixote Mosgard, der will diesen hinrichten lassen, weil er auf der Reverie aus der Reihe getanzt ist. Zusätzlich bekommen wir in diesem Kapitel auch neue Seraphim, ob es jetzt direkt nach Egghead Island geht oder nicht, das wissen wir hier nicht. Wir haben hier nur die Information, dass neue Seraphim auftauchen. Wir haben Gecko Moria und Sir Crocodile als Seraphim und das wird natürlich super interessant, weil jetzt weiterhin die Möglichkeit besteht, dass wir auch weitere Seraphims noch bekommen. Einerseits ein Doflamingo oder Trafalgar Law, denn das dürfte super spannend werden, wenn auch diese Teufelsfrüchte hier einfach nachgemacht werden würden. Nichtsdestotrotz sehen wir in diesem Kapitel super, super, super viele Enthüllungen. Es soll auch in diesem Kapitel etwas passieren, was einige traurig stimmt, jetzt abgesehen von der langen Pause. Da soll noch irgendeine traurige Enthüllung kommen, aber hier habe ich aktuell keinen Kontext zu. Ich persönlich muss ganz klar sagen, absolutes Hype-Chapter. Auch wenn dieses Chapter viele Enthüllungen hat, gehe ich mal stark davon aus, dass dies eher ein aufbauendes Kapitel ist für die nächsten Chapter. Wir kriegen ja theoretisch eigentlich nur Namen und Enthüllungen bezüglich Gesichter oder Personen. Also das ist kein Kapitel, der jetzt wirklich absolut in den Plot eingreift oder so, sondern eher was vorbereitet. Aber trotzdem ist das ein vermutlich 10 von 10 Kapitel. Ich denke, es wird sogar noch mehr in diesem Kapitel enthüllt werden. Das waren ja eigentlich nur grob ein paar Infos, die vielleicht in 2-3 Seiten zusammengepackt sind. Aber das Kapitel sollte ja vermutlich immer länger gehen. Ich bin da sehr, sehr gespannt und auf jeden Fall gehypt. Leute, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare zu den Gorosei etc. Ich bin sehr gespannt, wie das Kapitel natürlich auch aussehen mag. Da wird es natürlich dann in den nächsten Tagen dementsprechend Videos zu geben. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre super korrekt von euch. Ich wünsche euch dann noch einen entspannten Tag. Macht's gut, haut rein, ciao und tschüss.